Die Künstlerin Jana Cordoba, gebürtig aus Prag, zeigt bereits zum zweiten Mal eine Auswahl ihrer Kunstwerke im Heimathaus Brunn. Die aktuelle Ausstellung konzentrierte sich vorrangig auf Porträts. Bereits zum zweiten Mal gab die renommierte Künstlerin Jana Cordoba eine Vernissage im Brunn am Gebirge. Unter dem Motto Vielseitigkeit trifft auf Fantasie gab es viele bunte Landschaften, aber auch Porträts, von düster bis farbenfroh. Musikalisch wurde die Eröffnung von der Musikschule Brunn am Gebirge begleitet. Es ist die zweite Ausstellung von Frau Cordoba, wieder sehr, sehr schöne Bilder. Wir machen ja aus unseren Vernissagen eigentlich immer Multimedia-Veranstaltungen, weil wir auch der Musikschule Gelegenheit geben, aufzutreten und den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit unter Beweis zu stellen, was sie können, aber hauptsächlich geht es natürlich um die Bilder, die wieder sehr schön sind. Jana Cordoba ist eine sehr vielseitige Künstlerin, das sieht man vor allem natürlich jetzt hier in ihren Bildern. Sie ist ja eine gebürtige Pragerin, kommt aus Prag, ist aber schon sehr lange hier und sie orientiert sich ja stark an der Natur, an den Farben in der Natur, an diese Vielseitigkeit und sie lässt sich dadurch inspirieren und das drückt sich in ihren Bildern hier sehr deutlich aus. Zuletzt hatte sich die gelernte Bühnengestalterin auf Porträts spezialisiert. Leicht abstrakte und moderne Einflüsse geben den Bildern ihren ganz eigenen Charme. Also als Bühnenkostümbildnerin habe ich schon natürlich Kostüme auch mit Gesichtern gemalt, aber richtig Porträt habe ich letzte zwei Jahre angefangen, wobei in dem anderen Raum ist was ganz Neues, Öl mit Ölporträt, sehr realistisch. Was Sie da sehen, ist natürlich eher nicht ganz so realistisch, modern, aber ja, es gehört jetzt zu meinen neuen Werken. Sie haben in Ihrer Eröffnungsrede erwähnt, dass eine Zeichnung Sie an Kindheitstage erinnert hat. Ja, es hängt eine Kohlezeichnung hier und ich war eben vor vielen, vielen Jahrzehnten mit den Eltern, unter anderem in Florenz in den Uffizien. Und da sind mir heute noch in Erinnerung, die Rötelzeichnungen gibt es ja viele und auch Kohlezeichnungen gibt es auch viele. Und mir ist das spontan wieder eingefallen, wie ich diese eine Kohlezeichnung gesehen habe, die auch sehr schön ist, neben allen anderen Dingen. Genau, das soll ja Kunst machen, Emotionen wecken, oder? Genau, Emotionen wecken, Erinnerungen wecken und einen wirklich ansprechen. Wo sehen Sie jetzt den Unterschied zwischen Menschenmalen, Naturmalen? Natur finde ich nur jetzt Anregung. Ob das jetzt Farbe, Form, und in den Menschen, da habe ich schon natürlich Unterlagen und die ich etwas so wie hier abstrahiere oder in dem anderen Raum, was ich ganz neu jetzt mit Öl gemalt habe, also realistisch male. Und ja, die Natur ist für mich weiterhin noch immer Thema. Sehr gerne male ich, ob das jetzt ganz modern, was Sie dann auch hinten sehen, oder teilweise ein bisschen realistisch auch. Ja. Obwohl die Künstlerin nicht im Brunn wohnt, verbindet sie doch einiges mit der Gemeinde. Ich komme von Berchtesdorf, ich bin an der Grenze vom Brunn, also wirklich ein paar Meter nur. Und ich bin auch in Volkstanzgruppe im Brunn am Gebirge. Und jetzt, die Ausstellung ist jetzt zum zweiten Mal und ich bin sehr froh, in diesen wunderschönen Räumen meine Bilder zu zeigen. Und da möchte ich einen herzlichen Dankeschön der Gemeinde sagen. Und ja, freut mich wirklich sehr.